Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Chatra Rezept aus dem Maghreb. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Heute machen wir Kechia zusammen. Das ist eine selbstgemachte algerische Wurst. Die Zubereitung von Kechia ist super einfach. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr die einmal gemacht habt, könnt ihr danach gleich eine Metzgerei aufmachen. Weil die Wurst dann immer wieder zu Hause verlangt wird, dass ihr sie nachkocht. Das Tolle an selbstgemachter Kechia ist, dass ihr genau wisst, was drin ist, als auch ihr entscheidet, was reinkommt. Alle genauen Mengenangaben findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und bevor es losgeht, abonniert doch gerne noch meinen Kanal, wenn ihr dies noch nicht gemacht habt. Ihr benötigt für die Zutaten 500 Gramm Hähnchenbrust, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Hähnchengewürz. Achtet darauf, wenn euer Hähnchengewürz bereits gesalzen ist, dann braucht ihr natürlich weniger normales Salz. Sollte euer Hähnchengewürz nicht gesalzen sein, dann braucht ihr natürlich noch etwas zusätzlich mehr Salz. Benötigt noch einen halben Teelöffel Knoblauchpulver, einen halben Teelöffel Paprika edelsüß, einen halben Teelöffel schwarzen Pfeffer, einen halben Teelöffel Kumin und wer die Wurst scharf machen möchte, der gibt noch einen halben Teelöffel Paprika rosenscharf mit hinzu. Weiter benötigen wir noch zwei Eier, ein Esslöffel frische Petersilie sowie eine Handvoll grüne Oliven. Wir beginnen damit, dass wir unser Fleisch ganz, ganz fein schneiden müssen. Das funktioniert am besten mit so einer Küchenmaschine oder aber, wenn ihr so etwas wie einen Thermomix zu Hause habt, dass ihr das Fleisch dort hineingibt und ganz fein püriert. Zwischendrin gebe ich auch die frische Petersilie mit hinzu, damit diese auch gleich mit klein geschnitten wird. Nun geben wir zu unserer Hähnchenmasse noch alle restlichen Gewürze und rühren alles sehr gründlich miteinander um. Wenn ihr beim Umrühren solche Fettfäden mitfindet, dann nehmt diese bitte aus dem Fleisch heraus, denn die möchten wir in unserer Wurst später nicht enthalten haben. Zu guter Letzt kommen nun die zwei Eier noch mit hinzu. Ich werde die ganze Hähnchenmasse jetzt noch einmal gründlich pürieren, um sicherzugehen, dass alle Zutaten sich gut miteinander verbunden haben, als auch das Fleisch auch wirklich komplett püriert ist. So sieht unsere fertige Fleischmasse aus. Wir benötigen zum Formen unserer Kechia einmal Frischhaltefolie als auch später Aluminiumfolie. Beginnen werden wir mit der Frischhaltefolie, die wir uns auf unserer Arbeitsfläche auslegen. Ich gebe die Hälfte der Fleischmasse etwas nach unten versetzt auf die Frischhaltefolie und streiche diese etwas glatt, damit wir dann noch in die Mitte die Oliven setzen können. Jetzt geben wir gut verteilt die Hälfte unserer Oliven mit in die Fleischmasse. Ich habe hier normale Oliven genommen, ihr könnt aber zum Beispiel auch gefüllte Oliven nehmen, gefüllte Oliven mit Tomate oder mit Paprika, das was euch eben schmeckt. Anstelle von Oliven könnt ihr zum Beispiel auch Kirikäse hineinfügen. Einfach die Zutaten, die euch gerne schmecken und die ihr euch in der Wurst sehr gerne vorstellen könnt. Nun heben wir die Frischhaltefolie von unten an und klappen die Wurst um.
so dass wir daraus eine runde Wurst formen können. Achtet natürlich darauf, dass die Frischhaltefolie fest an der Wurst verschlossen ist. Während des Formens drücke ich die Wurst auch ganz leicht von innen nach außen, damit ich auch die Luft etwas rausdrücken kann. Jetzt rollen wir die Wurst, damit die Enden sich gut verschließen können. Die Enden werden durch einen Knoten sehr gut verschlossen. Ich drücke nochmal vorsichtig überschüssige Luft heraus und dann tue ich auch das letzte Ende verknoten. Das war die erste Schicht Frischhaltefolie. Das Ganze werden wir jetzt noch zweimal machen, so dass am Ende die Wurst in drei Schichten Frischhaltefolie umhüllt ist. So sieht unsere Wurst gut verpackt aus. Der letzte Schritt ist nun, dass die Wurst auch noch in Alufolie gepackt werden muss. Und das auch wieder in zwei Schichten. Nun machen wir das Ganze auch mit unserer zweiten Hälfte der Fleischmasse. Ein kleiner Tipp, wenn ihr zum Beispiel eine Wurst neutral haben wollt und die andere Wurst dann vielleicht in der scharfen Variante machen möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel die scharfe Variante, bevor ihr sie auf die Frischhaltefolie legt, noch mit roter Lebensmittelfarbe einfärben. Somit wisst ihr, dass die normalfarbige, sage ich jetzt mal, die neutrale Wurst ist und die rotfarbene Wurst die schärfere Variante. Jetzt kommen wir zum Kochen unserer Keschia. Dazu benötigt ihr einen Dampfgaraufsatz, so wie ihr ihn zum Beispiel für Couscous-Zubereitung verwendet. Darin gebt ihr nun eure Wurst. Und diese wird dann über heißem Wasserdampf für 35 Minuten gedampfgart. Nach den 35 Minuten Dampfgaren lassen wir die Keschia komplett auskühlen, bevor wir sie öffnen. Am besten lässt ihr sie einfach über Nacht im Kühlschrank. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit und wir schneiden die Keschia zusammen auf. Das Aufschneiden der Frischhaltefolie ist etwas mühselig, dass sie doch sehr eng an der Wurst dran haftet. Aber wie immer wird sich der Aufwand natürlich total lohnen, denn schon bei der Zubereitung hat das Haus unglaublich lecker gerochen. Und ich kann auch sagen, dass es gar nicht so einfach war, die Wurst fertig zu filmen, denn alle standen schon Schlange, um endlich die Wurst essen zu können. So
sieht nun unsere fertige Wurst aus. Seid stolz auf euch Mädels, denn ihr habt eure allererste algerische Keschir gezaubert. Und ich hoffe natürlich, dass noch viele weitere folgen werden. Ich hoffe sehr, mein Video zur Zubereitung von algerischer Keschir hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like und wenn ihr keine meiner Rezepte mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute!